Herzlichen Dank, Claudia. Ja, herzlichen Dank für die netten Worte. Herzlich willkommen. Jetzt geht es um das Thema Sprachunterricht im digitalen Kontext und die Dinge, die Chancen und Herausforderungen, die wir haben, weil wir in diesem spannenden Zeitalter leben. Ich hoffe, jedem geht es gut. Ich hoffe, jeder ist bereit, ein paar Impulse und Ideen zu bekommen. Ich teile Dinge, die aus meiner eigenen Unterrichtspraxis kommen, aber auch Dinge, die ich aufschnappe. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich Dinge lernen kann von anderen. Ich finde, Hashtag Sharing is Caring. Also ich teile sehr gerne, aber ich lerne auch sehr, sehr gerne von anderen Menschen. Ja, einmal eine Frage zu Beginn. Woran denken Sie, woran denkt ihr, wenn ihr an Sprachunterricht denkt? Wie war das bei euch in der Schule? Wie hat es ausgesehen? Denkt ihr daran, wie es bei mir war? War das sehr Textbücher, Lexika, Grammatik, CD-ROMs? Also ich kann mich noch erinnern, wie es, ich glaube, es noch bevor CD-ROMs hatte, Kassettenrekorder. Wir hatten Romane. Ja, ist ein bisschen auch noch so, klarerweise. Und wenn ihr auch so alt seid wie ich, habt ihr vielleicht das in Erinnerung, Sprachlaboren? Ich habe tatsächlich Italienisch versucht zu lernen in einem solchen Sprachlabor. Ich habe dieses Bild sehr, sehr gerne, weil es zeigt, dass für mich das Bild von damals, die Pädagogik, jeder ist so getrennt in so einer Art, so, ich finde, es ist wie ein bisschen wie im Hühnerstall, also abgetrennt voneinander und kein Kontakt zum Nachbarn und jeder so fokussiert auf das, was vorgegeben wird. Ich zeige es deswegen, um zu zeigen, ja, 1978, schon sehr, sehr lange her. Und wie sieht es aus, 2021? Sieht es eigentlich komplett anders aus? Der Lerner, die Lernerin hat das Lernen in der Hand sozusagen. Anhand eines mobilen Endgerätes ist das Internet da, kann das Internet urviel möglich machen. Was kann uns möglich machen? Wir haben tatsächlich kostenlose Sprachkurse im Internet, zum Beispiel via Apps. Ich habe mich nämlich amüsiert gestern und habe einfach nur ein bisschen gestöbert in meine App Store, was es da möglich für Möglichkeiten gibt. Also wenn man wirklich will, könnte man via App kostenlos eine Sprache lernen. War früher nicht so möglich. Früher sicher hat es Bücher gegeben, aber ja, heute viel mehr möglich. Einfach allgegenwärtig. Entschuldigung, was es auch gibt, Sprachunterricht kostenlos via Social Media. Tatsächlich kann man über TikTok Sprache lernen. Wenn man Lust hat, Japanisch, Chinesisch, kann man über eine MOOC-Plattform wie Coursera zum Beispiel lernen. Man kann über YouTube lernen. Man kann kostenlose E-Bücher, Podcasts, Audiobücher nehmen und auch seine Sprachkenntnisse aneignen oder auffrischen und. Es gibt Podcasts. Oh my goodness. Wie soll eine Sprachpädagogin wie ich reagieren, wenn man das alles sieht? Hilfe, werde ich jetzt arbeitslos? Was soll ich machen? Ich würde es mal sagen, so formulieren, dass wir das als Chance sehen, als Gelegenheit sehen, eine Möglichkeit sehen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir mitgehen mit der Zeit sozusagen, dass wir womöglich auch ein bisschen uns außerhalb unserer Komfortzone verlassen, ja, bewegen. Ja? Und wenn wir das machen, werden wir vielleicht sehen, wie toll es ist, welche Möglichkeiten wir haben für den Sprachunterricht im digitalen Kontext. Tatsächlich, eine meiner Lieblingszitate passt ganz gut hier. The illiterate of the 21st century will not belong to those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir sowieso als menschliches Wesen, dass wir lernen, ständig lernen. Das Lernen hört nie auf. Und interessanterweise, wir lernen nicht nur, sondern wir hören einmal auf, Dinge auf eine Art zu lernen. Wir lernen es einmal um.
und nennen Dinge neu. Und das ist das, dieser Ansatz, was ich persönlich für mich beherzige und das ich auch sehr, sehr gerne andere auch sehr, sehr gerne teile. Ich habe die Idee gebracht, dass wir heute ein bisschen eine Analyse machen. Was kann Sprachunterricht im digitalen Kontext machen? Was bringt's? Und ich möchte vorschlagen, dass wir eine Art SWOT-Analyse machen. Wer die SWOT-Analyse kennt, wird es erkennen. Es gibt vier Bereiche im SWOT-Analyse. Alicia, darf ich dich kurz unterbrechen? Du hast bei der Präsentation ein graues Kasterl. Ist das Absicht? Das verdeckt nämlich einen Teil des Bildes. Das ist möglicherweise die... Bildorder ist das. Das ist, glaube ich, die... Sieht man das nach wie vor? Jetzt sieht man es nicht mehr. Jetzt ist es weg. Ja. Okay, sorry. Super, danke. Sorry. Kein Problem. Danke. So, jetzt sehe ich gar nichts mehr, nur meine Präsentation. Ich hoffe, dass alles okay ist. Danke für den Hinweis. Ja, ich wollte nur sagen, SWOT-Analyse steht für Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Das ist etwas, was man aus der Privatwirtschaft kennt. Sehr viele wirtschaftliche Unternehmen verwenden diese Art von Analyse, um Situationen zu analysieren. Ja, noch einmal SWOT-Analyse. Wie sieht es aus, wenn wir Sprachunterricht im digitalen Kontext analysieren anhand von diesem SWOT-Analyse-Matrix? Ich habe ein paar Vorschläge, also meine Interpretation und meine Vorschläge, wie wir das dann darstellen können. Welche Stärken haben wir oder hat es? Als Stärke können wir sagen, auf jeden Fall unterstreiche ich, dass wir die Möglichkeit haben und es hat das Potenzial, die Kommunikationskompetenzen zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler sind Produzentinnen und Produzenten und nicht Konsumenten. Ja? Also sie produzieren, gestalten Medien, Grafiken, Designs, Bücher, Podcasts, Filme, you name it. Ja? Sehr, sehr viele Dinge können sie und sollen sie auch produzieren. Und dann können sie auch verstehen, wie man auf mehrere Art und Weise, auf mehreren Ebenen sogar kommuniziert. Nicht nur verbal, sondern auch visuell. Und hier hilft auch die Einbindung von digitalen Tools, weil wir auch durch Computational Thinking diese analytischen Kompetenzen auch fördern. Welche Opportunities gibt es? Welches Potenzial hat es noch? Wir haben das Potenzial, wir haben die Möglichkeit, Lernende zu erreichen. Wir können verschiedene Lernbedürfnisse ansprechen. Wir können Lernende befähigen. Wir können authentische Lernerfahrungen natürlich auch vermitteln, weil wir es öffnen sozusagen. Und wir können Begegnungen ermöglichen, die früher nicht so leicht möglich waren. Das heißt, durch personalisierte Lernerfahrungen können wir die Lernmotivation erheblich steigern. Wir haben die Möglichkeit, durch offene, kollaborative Lernformate einfach diese soziale Interaktion, die wir brauchen zum Lernen, einfach zu fördern. Und wir sehen, dass wir werden auch merken, dass wir auch selbst uns weiterentwickeln und ständig auf Innovation aus sind. Besonders diejenigen, glaube ich, die hier diesen Vortrag einmal anhören, sind auf jeden Fall dafür da und sind überzeugt davon, dass es gut ist, sich zu weiterentwickeln. Welche Herausforderungen gibt es? Also das ist jetzt hier Teil Weakness und Threat. Also Weakness, Schwäche oder Bedrohung. Es gibt natürlich Herausforderungen. Es gilt, diese auch einfach anzusehen und es zu akzeptieren und schauen, wie wir sie überwinden können. Na klar, wir besonders die Sprachpädagogen haben das Problemchen, sage ich mal, dass alles sofort übersetzt werden kann. Und durch AI oder durch KI wird es noch mehr kommen in Zukunft, dass wir zum Beispiel unser Handy hinpointen können und diese Texte werden sofort übersetzt. Das ist ein bisschen... Also deswegen eine Herausforderung, weil die Schülerinnen und Schüler denken, Sprache wissen, Sprache kennen bedeutet, ich kann etwas übersetzen. Und tatsächlich, wie schlagen Schülerinnen und Schüler heute nach? Sie schauen nicht in einem Lexikon oder einem Wörterbuch, sie schauen gleich bei Google Translate nach. Also da ist ein bisschen schief, muss ich mal sagen, wie sie Sprachen überhaupt dann sehen. Und auch ist es möglich heutzutage, dass wir sehen, dass Bots Texte schreiben können, also Artikel, wissenschaftliche, also Newspaper-Artikel, ja? Zeitungsartikel können
eigentlich per Bot geschrieben werden. Und was die Digitalität auch gebracht hat, ist, dass es extrem leicht ist für die Schüler zu schummeln, Dinge zu kopieren. Ah, ich schicke dir meinen Screenshot, ich schicke dir die Aufgaben, ich schicke dir die Lösung und sie können auch sehr, sehr leicht Plagiate begehen. Für uns bedeutet es auch extreme, also eine Lernkurve sozusagen für viele von uns, weil wir mit verschiedenen Situationen eine heterogene Situation begegnen. Viele Schülerinnen und Schüler haben nicht genug Hardware, Software, die wir brauchen, die wir mögen. Internet fehlt, das Know-how fehlt. Ja, wir haben auch natürlich auch Sorgen über Datenschutz. Wir möchten natürlich auch alles richtig machen. Und am blödesten ist es für manche, es ist alles sich ständig verändert. Ja, die Hardware und die Softwarehersteller bringen neue Sachen dauernd raus und die verändern Dinge. Plötzlich ist der Button nicht links oben, sondern rechts oben oder woanders oder gar nicht mehr da. Und die Pandemie hat tatsächlich uns vor neuen Herausforderungen gestellt, beziehungsweise hat uns gezeigt, wo es wirklich fehlt. Ja? Wir haben gesehen, wir haben alle miteinander, ich glaube, ich spreche für alle, die hier sind, mehr Zeit gebraucht, um Dinge zu erledigen, die wir normalerweise schneller erledigen wollten. Wir können die Dinge nicht eins zu eins übersetzen, von einem physischen Klassenzimmer zu einem virtuellen Klassenzimmer. Da war die Frage, wie können wir überhaupt Leistungen beurteilen? Eine gute Frage für mich, weil ich wollte jetzt nächste Woche eine Schularbeit machen. Jetzt muss ich überlegen, was mache ich? Verschiebe ich es? Mache ich es online? Und Work-Life-Balance ist gleich null. Aber lernen wir daraus? Lernen wir daraus, integrieren wir womöglich, wenn möglich, wenn es passt, die mobilen Endgeräte? Schauen wir, wie wir unsere Lernräume öffnen und nutzen wir dieses Know-how, die wir jetzt durch die Pandemie bekommen haben, um neue Lernerfahrungen zu ermöglichen. Und jetzt folgen Beispiele. Jetzt der Rest meines Vortrages sind Beispiele von Dingen, die ich persönlich selbst im Unterricht gemacht habe. Hier ein Beispiel vor ein paar Wochen. Die Kinder und Jugendlichen haben ihre Tablets bekommen durch die Geräteinitiative und haben gleich Steckbriefe über sich gemacht und hier gleich mit einer Audioaufnahme verknüpft. Ich spiele es kurz an. Ich hoffe, es kommt. Er will nicht. Ach, yes. My name is Alex and I live in Austria. I live in a house with my mom, my dad and my brother. And I have not an animal. My favorite color is red. I love chicken nuggets. Yummy. Das ist so herzlich und genial, dass in dem Fall Alexandro den Text, den er geschrieben hat, selber, ja, auch gleich sagt. Das heißt, die Kommunikation verbal wird gleich geübt, auch natürlich auch schriftlich. Und er konnte ganz was Tolles, Persönliches reingeben. Was haben wir auch gemacht in den ersten paar Wochen? Gibt es natürlich diese Wide Mouth Frog Dialog. Und sie haben es auswendig gelernt und wir haben es nachher verfilmt. Das ist die Möglichkeit, die wir haben durch die Endgeräte, die jetzt in den Schulen kommen. Natürlich, meine Schülerinnen und Schüler haben und sehr, sehr gerne eigene Videos gestalten, weil wenn es darum geht, zum Beispiel Grammatik zu erklären. Hier haben sie den Arbeitsauftrag gehabt, bitte so einen Punkt erklären. Und zum Beispiel haben manche Kinder das so gemacht und andere... Ich muss so ganz kurz zoomen, es ist so herzlich genial. Eine andere Gelegenheit hatten wir, sie haben den Auftrag bekommen, Rezeptvideos zu gestalten. Und diese zwei Burschen haben Pancakes with Nutella gemacht. Nutella. Ingredients for four people. 300 grams more flour, 500 milliliter milk, one pinch salt, two eggs. Keine Ahnung, wo sie das alles haben. Auf jeden Fall, ich tue es ein bisschen nach vorne. Ja, ganz wunderbar. Ganz, ganz toll, wie sie Rezeptvideos, wie dieses Rezeptvideo entstanden ist. Und auch, das ist nur ein Beispiel von vielen. Ich könnte den ganzen Nachmittag diese Sachen anschauen, klar.
Was sie auch gemacht haben, sehr, sehr gerne, sind Interviews. Wir hatten zum Beispiel da den Arbeitsauftrag, dass sie Fragen stellen lernen. Und da ein Interview mit einem Rapstar, Capital Bra. Und da haben sie das so ernst genommen, dass sie Fragen gestellt haben. Sie haben ein Mikrofon gebastelt und waren wunderbar in der Lage, diese Fragen zu beantworten. Oder Fake News haben wir auch dann zum Beispiel gemacht. In dem Fall ist es in Deutsch, dieses Video. Aber ich finde es so genial, ich wollte es unbedingt einpacken. Weil es sieht man auch, was Clips zum Beispiel kann. Wer die Möglichkeit hat, Clips zu verwenden. Clips hat diese ganz nützliche Feature, dass wir Untertitel mit einbauen können. Nicht unwissentlich, würde ich mal sagen. Also falls jemand wirklich iPads verwendet, kann man das zusätzlich aktivieren. Voriges Jahr hatten meine Schülerinnen und Schüler auch in der ersten Klasse die Möglichkeit, eigene Stories zu verfilmen, da eine Detective Story, so to speak. Da geht The Octopus is Missing. Davor, weil er sucht die ganze Zeit. Und etwas, was mir gut gefällt bei dem Einsatz von mobilen Endgeräten, ist, dass sie auch sich bewegen und entdecken auch die Schule. Jetzt hat sie es gefunden. Super. Ja, sehr, sehr leicht zu machen und sehr, sehr gewinnbar. Also Lehrerfolgs. War total super. Was andere Kinder machen im Unterricht, eigene Bücher schreiben sie sehr, sehr gerne. Die Sophia hat hier mit dem Tool Book Creator ein Buch aus Eigeninitiative schreiben wollen und habe ich gesagt, ja, natürlich kein Problem, über die Atmosphäre. Oder hier hatten die Kinder die Möglichkeit oder auch die Aufgabe gehabt im Englischunterricht. Sie haben den Auftrag bekommen, ein australisches Tier sich auszusuchen und ein Buch, ein E-Book mit Book Creator über dieses australische Tier zu schreiben. Und ich werde Sie diese Ergebnisse live zeigen, weil ich finde, es ist so super. Hier zum Beispiel kann man sehen, ich glaube, können Sie jetzt meinen Bildschirm sehen? Ich muss ganz kurz neu share. Ich glaube, hier muss ich machen. Kann man mal dieses Buch sehen? Vielleicht ganz kurz, Claudia. Hallo, Anna Kocker. Ja, okay, man super. Kann alles gut sehen. Super. Die sind so süß und das ist so toll. Eine vierte Klasse, ja. Eine vierte Klasse, da kann man zum Beispiel so wunderbare Texte einbeziehen, natürlich auch Videos einbeziehen, aber auch Audio einbeziehen. Und da haben sie so tolle Arbeit geleistet. Deswegen habe ich es müssen heute das zeigen. Ich kann gar nicht anders. Zu zeigen, was Celine gemacht hat. Hier kann man sehen, dass sie Audio eingebunden hat. The Sony Devil lives in the west part of the outback in Australia. Finde ich total genial. Sie haben auch wunderbare Bilder produziert. Und the best book fast ist das hier, glaube ich, ist das. Nein, das war das Hungry Caterpillar. Ich glaube, das da ist das. Okay. Ich finde es gerade nicht, weil die Vorschau funktioniert nicht, aus irgendeinem Grund. Ja, das da wollte ich sagen. Platypus bei Rebecca. So gutes Buch hat sie gemacht. Ganz, ganz toll. Sehr, 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 sehr ansprechende Formatierung. Und auch wiederum hier Sprachkomponenten klarerweise stichelt, aber auch eat? Verbal. As what I just say. The platypus say total genial. Mainly to find food. Also wer nicht Book Creator verwendet,
möchte ich es wirklich, wirklich ans Herz legen. Bitte, bitte, bitte Book Creator verwenden, weil es einfach sehr, sehr gut ist. Was man auch machen kann, sind interaktive Möglichkeiten. Hier zum Beispiel mit Charlie in the Chocolate Factory. Ich sehe, da hat jemand eine Hand gehoben. Soll ich jetzt gleich darauf eingehen? War nur mein Zeitzeichen, dass du noch fünf super. Minuten hast. Kein Problem. Ich mache eine Punktlandung. Das hier ist eine interaktive Präsentation über Charlie and the Chocolate Factory. Wenn jemand übrigens, wenn Sie etwas sehen, wenn ihr etwas seht, was ihr gerne hättet, die Vorlage, bitte schreibt mir einfach nachher. Ich sende es euch gerne, ja? Hier kann man sehen, dass es auch möglich ist, auch Audio einzubinden. Was ich auch sehr, sehr gerne mache, fast jedes Jahr, in jedem Semester, ist ein Breakout, ein Escape Room für den Unterricht. Finde ich total super, weil die Kinder und Jugendlichen bekommen keine Hilfe von mir oder von einer anderen Lehrperson. Sie müssen diese ganzen Sachen selbst lösen. Und das ist sehr, werden sie total gefördert, aber man merkt, sie können sehr wohl Dinge machen und schaffen, ohne dass sie uns fragen. Da wollte ich auch einmal ein kurzes Beispiel zeigen. Podcast ist möglich, auch total niederschwellig, auch wenn man nicht so viele fancy Software hat. Hier kurze Anspielung, was Alan und Rodan gemacht haben. Den Jingle haben sie selbst geschrieben. Welcome to the fastest radio program in Vienna. Our topic for today is Capital Bra. Capital Bra comes from Ukraine and lives in Germany. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Ich wollte nur sagen, das haben wir im Prinzip in PowerPoint/Keynote gemacht. Also sie haben einfach Audio aufgenommen und Jingles haben sie in GarageBand geschrieben. Was ich auch gemacht habe, was sehr gut ist, was möglich ist, sind Blogs zu machen. Hier zum Beispiel ein Beispiel von einem Blog, ein Screenshot. Übrigens, wenn jemand eine Blogplattform sucht, eduBlogs.org ist WordPress ähnlich und ganz super für den Unterricht. Man kann zum Beispiel einen Klassenblog machen oder man kann verschiedene Schülerblogs dann gleich erstellen. Sehr, sehr leicht. Ich wollte programmieren machen, habe ich keinen Screenshot, aber ich liefere es nach. Ja, und mein letzter Input ist Open Sesame, eine meiner Lieblingsaktivitäten zu machen im Sprachunterricht heutzutage, was wirklich früher nicht möglich war. Dank dem Internet ist es möglich, dass man sich verbindet mit einer anderen Klasse. Wie macht man das? Man sucht vorher eine Lehrperson in einem anderen Land. Man sagt, man verabredet sich zu dem und dem Zeitpunkt. Man verbindet sich per Video, Zoom, wie auch immer, Teams, Skype. Und hier ein paar Screenshots, ein paar Fotos, wie wir mit einer Klasse in the Isle of Man verbunden waren. Die Kinder haben die Aufgabe zu erraten, wo die andere Klasse sich befindet. Und wirklich tatsächlich durch gute, geschickte Fragen kommen sie drauf, mehr oder weniger nach 20, 30 Minuten kommen sie immer drauf. Ich habe das schon mehrmals gemacht. Also wer das ausprobieren möchte, ich kann nur sagen, macht's, weil es ist wunderbar zu sehen, wie die Kinder reagieren, wenn sie merken, dass eine andere Klasse auf der anderen Leitung ist, was sie sehen. Wirklich sehr, sehr gut. Was ist das Resultat? Das Ergebnis ist, dass wir engaged Students haben, das heißt, sie sind motiviert und sie lernen natürlich nicht nur zweidimensional, eindimensional, sondern wirklich multidimensional durch die Möglichkeiten der digitalen Tools und Medien. Und ich sage mal danke für die Aufmerksamkeit und ja, wünsche gutes Gelingen beim Ausprobieren. Vielen herzlichen Dank, Alicia. Du hast nicht so viel versprochen, eine Punktlandung. Ganz tolle, spannende Unterrichtsinhalte. Dankeschön dafür.